Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich lege in meinem Beitrag vor allen Dingen den Fokus auch auf die Problematik Personalmangel. Ich kann dem Redebeitrag von dem Kollegen Bartel größtenteils folgen. Ich habe mir einfach mal in den letzten paar Tagen die Mühe gemacht, mich mit Justizvollzugsangestellten zu treffen und einfach mal das persönliche Gespräch gesucht und gesagt, wo sind denn eure Probleme? Und wir kommen dort also immer wieder auf die Problematik, die von allen Rednern auch schon angesprochen worden ist, Thema Personal. Wir haben es permanent mit einem hausgemachten Problem zu tun. Jahrelang sind nicht genug Leute eingestellt worden. Gleichzeitig ist jedoch die Anzahl der Inhaftierten oder Gefangenen deutlich angestiegen. Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf unsere große Anfrage hinweisen aus dem September 2016, wo wir in der Druckstücknummer 65744 schon genau auf diese Probleme eingegangen sind und aus der Fragestellung heraus war schon erkennbar, in welche Richtung wir gehen. Wir haben auch bei den Haushaltsplanungen letztendlich Einbringungen berücksichtigt, wo es uns um mehr Personal und Stellen geht. Was wir momentan haben, sind letztendlich die Folgen aus dem Personalmangel, ein extrem hoher Krankenstand der Mitarbeiter durch permanenten Personalmangel, eine Überlastung der Mitarbeiter. Teilweise ist es so, damit die Dienstpläne aufrechterhalten werden können, gehen also Kollegen zur Arbeit, die eigentlich, ich sage mal mit laxen Worten, einen Krankenschein haben, um zu gewährleisten, dass noch einigermaßen der Dienstplan eingehalten werden kann. Der gesamte Personalschlüssel ist eigentlich komplett überarbeitungswürdig. Die Gefängnisse sind größtenteils überbelegt, insbesondere Chemnitz. Das ist gerade schon vom Kollegen Bartel herausgestellt worden, teilweise mit bis zu 110%. Doppelbelegungen sind leider keine Ausnahme. Damit sind natürlich Konflikte, die entstehen, auf engstem Raum vorprogrammiert. Aggressive Gefangene können leider aufgrund von Platzmangel nicht so untergebracht werden, wie es eigentlich empfehlenswert wäre. Personalmangel führt natürlich auch nicht nur zu Stress bei den Mitarbeitern, sondern auch bei den Insassen oder bei den Gefangenen zu erhöhten Stressaufkommen. Gewaltbereitschaft, oft auch durch Drogenkonsum, kann dementsprechend nicht vernünftig letztendlich in den Griff bekommen werden. Wir haben in Görlitz das Problem, das habe ich jetzt auch von der Polizei heute Morgen noch mal bestätigt bekommen, auf Rückfrage, das Problem, dass teilweise Drogen dort einfach von einem Haus ins andere geworfen werden. Das sind so Dinge, die gehen gar nicht. Die Einschränkung der Freizeitaktivitäten oder reduzierter Freigang führt zu übrigen Problemen und auch Aggressionen. Wir haben natürlich auch ein Problem durch einen steigenden Ausländeranteil unter den Insassen, der ständig ansteigt. In dem Zusammenhang haben wir auch immer wieder die Problematik mit zu wenig Dolmetschern, obwohl man auch sagen muss, dass diese neu eingeführte Dolmetscher-Hotline dort schon ein Stück weit Abhilfe gebracht hat. Wir haben nach wie vor die Problematik, dass wir über 20 verschiedene Sprachen und Dialekte reden müssen. Und das ist natürlich auch innerhalb der Anstalten ein Problem, was die Verständigung anbetrifft. Wir haben in Görlitz andere Probleme als in Chemnitz. Wir haben letztendlich dort teilweise einen sehr hohen Anteil an Insassen aus osteuropäischen Ländern, Tschechei, Polen etc. Und wir haben in anderen Justizvollzugsanstalten Probleme mit auch sehr aggressiven Insassen, vor allen Dingen aus den Maghreb-Staaten. Es entstehen durch diese Sprachbarrieren immer wieder auch Anspannungen in den Anstalten. Auch die Kommunikation oder auch Gruppenbildung kann durch die Justizvollzugsmitarbeiter teilweise kaum kontrolliert oder begrenzt werden, weil man letztendlich nicht versteht, über was sich dort unterhalten wird. Die nächste Problematik, die angesprochen worden ist, sind die Haftraumdurchsuchungen, die nicht mehr vollumfänglich wie geplant möglich sind. Die Kommunikation unter den Insassen ist auch, ich hatte gerade schon ausgeführt, sehr schwierig kontrollierbar, zumal auch teilweise in den Hafträumen Schriftzeichen, Bilder und so weiter an den Wänden angebracht sind, wo letztendlich der Mitarbeiter nicht weiß, worum es geht. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, was die Mitarbeiter sich wünschen, dass die Dolmetscher teilweise mit in die Hafträume gehen und sich das mal anschauen. Weil wenn ich dort verbotene Symbolik an den Wänden habe, dann ist es gerade in unserem Bereich, den
in Deutschland bekannte verbotene Symbole kein Problem zu sagen, das wird sofort entfernt und so weiter. Und da brauche ich halt einen Dolmetscher, der mir da letztendlich unterhält. Ich werde auf die weiteren Sachen in der zweiten Rederunde eingehen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Und mal ganz kurz auch die Thematik Ausbildung. In dem Gespräch mit den Mitarbeitern kam das also ganz klar zum Tragen. Die Gefängnismitarbeiter, das ist nicht unbedingt der Traumberuf, das ist klar. Der Beruf wird in Sachsen leider immer unattraktiver. Das hat natürlich auch etwas mit den Zuständen und den Überlastungen des Personals in der JVA zu tun. Die Ausbildung muss im Grunde neu angepasst und erweitert werden. Neue Resozialisierungsprogramme müssen her. Gut ausgebildetes Personal ist dringend notwendig. Positiv bleibt hier zu erwähnen, dass es jetzt gerade Lehrgänge gegeben hat vom Landesamt für Verfassungsschutz, wo man eine Weiterbildung der Mitarbeiter durchgeführt hat. Das ist sehr positiv angekommen. Was sich die Mitarbeiter auch wünschen, ist einfach mehr Rückendeckung durch Leitungspersonal und Politik. Meine Damen und Herren, hier wurden Probleme angesprochen, die allen im Saal eigentlich bekannt sind. Das Handeln der Regierungsparteien ist leider sehr zögerlich. Jedoch ist die Einstellung von dringend benötigtem Personal keine leichte Aufgabe. Das ist natürlich auch der AfD-Fraktion bewusst und bekannt. Was wir natürlich nicht erreichen wollen, ist ein 3-Sterne-Rundum-Wohlfühl-Knast. Das wollen wir natürlich nicht. Eine JVA muss auch ein Stück weit abschreckend sein. Vor allen Dingen soll diese Wirkung gerade auf junge Straftäter abzielen. Der Sühnegedanke sollte wieder mehr in den Vordergrund gesetzt werden. Und ja, meine Damen und Herren, auch ausländische Straftäter sollten umgehend abgeschoben werden, denn auch das würde die Situation, die wir momentan haben, zum Teil entlasten. Vielen Dank.